Die erste Etappe in der Fischbeckerheide. Nach dem Bus- und Bahnchaos. Busse fahren nicht in die andere Richtung. Jetzt komischerweise heute Nachmittag nur bis Altona. Und aus der anderen Richtung kommen, fahren die Züge scheinbar heute alle nur, egal was draufsteht, bis Neugraben, wenn überhaupt. Und warten dann. Und dann kommt einer aus Stade, der bis Neugraben fährt. Der fährt dann wieder zurück nach Stade. Und auf der anderen Seite fahren die dann alle immer aus Altona kommen bis Neugraben und keine Ahnung. Tja, der HVV wieder. Oh, das klingt nach einem Specht. Das könnten Hirsche sein. Ja, da sind sie. Eins, zwei, drei und der vierte ist weg. So, wollen wir mal gucken, ob wir sie noch ranpirschen können. Man sieht die nicht mehr. So, nach dem kleinen Intermezzo habe ich hier mal das Regencape ausgepackt. Und mal gucken. Da waren eben die Rehe und die sind dann nach dahin verschwunden. Vielleicht findet man ja noch mal das ein oder andere Tier. So, wir sind auf dem höchsten Punkt. Ich hoffe mal, das sieht man im Video so gut, wie wenn man hier jetzt in die Ferne guckt. Wie weit ist da? Oh. Mal gucken. Ah. Ich kann dann noch auf Blende 11 hochschalten im Videomodus. Und ja. Mond. Ich liebe bei der Lumix die Lichtstärke von 2,8. Auch wenn ich jetzt aktuell, glaube ich, auf Blende 3 bin. Bisschen mehr Tiefenschärfe wäre zwar ganz cool gewesen fürs Video, aber da die Lumix ja so einen fingernagelgroßen Sensor hat,
langt das sowieso mit der Schärfe. Ich hoffe mal, dass man auch dieses hier gut sehen kann. Ist schon ein bisschen dunkel. Und da geht der Weg so runter ins Tal. Und hier so rechts, längs. Das kann man nicht ganz so schön, glaube ich, sehen, so wie wenn man es in Realität vor sich hat. Es sieht so ein bisschen wirklich aus wie in den Bergen hier, weil es ein Nadelwald ist und doch der Höhenunterschied, gut, sind jetzt auch nur ein paar Meter, aber es wirkt echt so wie fast wie im Harz. Also diese karge Heidelandschaft, die auf dem zweiten oder auf dem ersten Blick dann fast so ein bisschen auch aussieht wie diese Bergregion, also alles auch ein bisschen kahler bewachsen. Und von daher hoch. Ja. Da bin ich ein bisschen jetzt enttäuscht von der Lumix. Ah. Tada, es wäre Licht. Weil so, wenn man geradewegs nach vorne guckt, sieht es eben alles so ein bisschen sehr dunkel aus. Und ich meine, die Sonne ist zwar schon am Untergehen, aber so dunkel war es dann nun wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall für eine weitere Tour interessant. Da muss man mal gucken, ich weiß nicht, wie viele Quadratkilometer, glaube ich, sind das echt dann schon, sich die Heide da hinten noch erstreckt. Ich bin jetzt eben gerade den Weg runtergegangen. Links ging es auch nochmal längs. Aber der sah irgendwie nicht interessant aus. So diese kahle Gegend, wo es irgendwie einmal so ins Tal runter geht, das sah irgendwie interessanter aus, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen einen Umweg laufe. Ja. Mal sehen, wo man hier rauskommt und viel wichtiger, wie lange es dann noch dauert, bis man zur Bahn kommt. Ich würde fast, glaube ich, sogar vom Gefühl her sagen, dass ich mich schon langsam ganz gut hier Richtung Neuwiedental bewege und nicht mehr Richtung Fischbeck. Obwohl, nee, Neuwiedental macht ja keinen Sinn. Neugraben wäre das nächste. Na, ich glaube, dann könnte es doch noch etwas weiter sein. Ich habe mich gerade nur ein bisschen orientiert daran, am Wildpark Schwarze Berge, weil der ja auch diese Heidelandschaft um sich hat. Und mir war so von der einen Stelle eben, dass das schon so in die Richtung geht, aber ich glaube, da bin ich noch meilenweit von entfernt. So. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das an der 50. Belichtungszeit liegt. Na, weniger als ein 30. geht's nicht. Aber immerhin. Na. Ja. Ah. Ich habe den ISO-Wert mal auf 3200 gestellt. Das ist zwar eigentlich bei dieser Kamera ein tödlicher Frevel, aber wie man sieht, durch den winzigen Sensor kommt halt auch nur ein winziges bisschen Licht ins Bild. Und somit Ringheide. Das ist relativ dicht an der Cuxhavener. Ja. Aber somit kommt noch mal wieder ein bisschen mehr Licht ins Bild. Ist jetzt so, glaube ich, nicht ganz 6:30. Und auf jeden Fall eine Tour, die man mal wiederholen kann.
und mal den Rest erforscht. Vielleicht mal von Fischbeek nach Hausbruch, Harburg die Ecke. Mal gucken, wie weit man da hinten kommt. Man könnte quasi diagonal durch. Dann würde man irgendwann in Tötensinn landen. Aber da müsste man erst nochmal schauen, ob dann eigentlich überhaupt ein Bus oder ähnliches zurückfährt. Aber ich denke mal schon. Das wäre so eine Tour für einen Sonntag. Dann kann man auch im HVV-Bereich komplett überall hinfahren. Ich denke mal, Tötensinn wäre drin, wenn hier auch Ringheide. Da geht's runter. Die nächste geht's auch runter. Sieht interessanter aus. Aber ich habe mir das Gefühl, das ist eher so eine Art Hauptstraße fast. Ja, wie gesagt, Sonntag kann man ja im ganzen HVV fahren und Tötensinn die Ecke, die müsste eigentlich noch drin sein. Ich muss mich nochmal umschauen nach einem Mikrofonadapter. Von 3,5 auf 1,5 mm. Dann könnte ich auch mal ein schönes Videomic an der Lumix verwenden. Die Lumix hat ja leider einen kleineren Klinkenanschluss als alles andere, was es so gibt. Und ich fürchte, das ist für so einen Sonderfall. Ach nee, Hauptstraße nicht wirklich. Sehr schön. So irgendwie plus mit dem Bus zurückzufahren.